gerade drauf. Ich war hier noch nicht. Das habe ich gut eingepackt. So, das Schild hier. Das müssen wir aber noch ändern. Welches? Ja. Ja, das habe ich schon in Auftrag gegeben. Ist mir auch schon aufgefallen. Echt? Hast du Mitarbeiter schon Bescheid gesagt? Ja, der externe, den externen Mitarbeitern. Aha. Also, ja, ja. Ja, ja, manche Sachen, die können wir leider nicht selber machen. Ja, die Lucy im Büro bei mir hast Bescheid gesagt. Ja, stimmt, ja, genau. Hat sie dir nicht erzählt. Lucy heißt die. Interessant. Ja. Lucy. Okay. Mit Vornamen. Ja, kennst du wahrscheinlich nur unter Frau Hildegard, ne? Ach, die Hilde, jetzt. Hm? Komm mal her, ich mach mal gerade ein Foto für die Presse mit dir. Jo. Wieso, oder? Wo willst du mich haben? Ja, vielleicht drehst du dich um. Deinen Hintern wollte ich jetzt nicht fotografieren. Ganz ehrlich. So, gut. Suppi. Na, das sieht doch ganz in Ordnung aus, gell? Jo, ich mach einmal ein Bild. Gott, ich. Ja, müsste eigentlich passen. Oh, sieht ganz gut aus. Dann hoffe ich mal, dass du damit gute Geschäfte machst, ne? Mhm. Hoffe ich auch. Ich sehe hier aber ein paar Dinge, okay. Aber gut. Okay, gut. Boah, damit werde ich gut Geschäfte machen. Kann ich gut gebrauchen. Ja, denke ich mir. Für mein Wartungsding da alles. Jürgen? Ja? Warte mal kurz. Tschüss. Ah ja, gut. Weiter geht's. Ich hatte gerade... Du warst gerade Geisterfahrer. Ja. Wenn der Passagier vorher drin sitzt, dann ist der Fahrer nicht da. Ja, nö. Du, wir könnten noch wohin fahren. Wohin? In den Wald unten rein. Weil ich überlege doch noch, das Sägewerk zu kaufen. Wald. Unten, bei mir am Hof, dann links und dann die nächste rechts. Fahr nicht so schnell, ich habe Angst. Passt schön. Ist gut, ne? Der Audi. Jo, wenn er auf der Straße fährt, schon. Ne, geradeaus. Geradeaus. Oh, rechts frei. Ist aber auch ein schönes Dörfchen, wo du willst. Jo, ist nicht so viel. Noch nicht so viel los. Die nächste links. Halligalli, ne? Ja, ist gut so. In meinem Alter braucht man das nicht mehr. So, die nächste rechts in den Wald rein. Wald, ey. Ist da geteert oder so? Schotter. Oh ja. Sollte liegen. Hoffe ich doch mal. Das sieht aus nach Schotter. Jo. Fahr ich mich fest. Nee. Allrad regelt. Quattro. Aber bitte bei dem Audi? Ja, natürlich. Audi hat Quattro. Ja. Selbst so, mal den Herrn Reifex anrufen. So. Bitte vom Klingelwald wieder. Ja, ich schau mich schon mal um, ja. Hallo, hier ist der Herr Richter. Ja, was haben meine Mitarbeiter jetzt angestellt? So. Wenn ihr wissen wollt, was der Jürgen Reisex angestellt hat oder wer auch immer, dann schaut gerne bei ihm vorbei. Ich möchte hier jetzt nichts liegen bei mir. Ich höre ja eigentlich die Polizei nicht. So, dieses Ding hier. Ich weiß halt nicht, ob der Kredit ausreicht. 70. 77.000. Nee. 14.000 mehr. 85. Da müsste ich halt vom Neumann wissen, ob das jetzt passt oder nicht. Aber es sieht eigentlich ganz, ganz schick aus hier. Dann kommt hier. Kann mal gucken, ob das Förderband noch in Ordnung ist. Ja, das passt. Die Bandsäge. Da kommt ordentlich was rüber, glaube ich. Okay, hier haben wir das Terminal, Kontrolleinheit.
den Output, okay. Gut, ja, ich denke, das wäre ganz geschickt. So, bist du... Ach. Hallo? Hallo, hier ist der Norman. Ja, endlich. Hab schon mit Sehnsucht auf deinen Anruf gewartet. Dein Wert beträgt 589.100 Euro. Okay, das hieße Kredit wäre wie viel? Mit 10%. Nur 20 hast du doch gesagt. Nee, mit 10%. Wie heißt das? Zinsen. Zinsen, genau. Wären das, du würdest bekommen 117.800. 117,8. Und müsstest. Na, das stimmt irgendwas nicht. Die Zinsen muss ich nochmal gucken, weil es kann nicht sein, dass du 2000 Zinsen nur hast. Ne, 20, wenn dann. Um die 20. Ja. Also 10% Zinsen hast du gesagt. Ja, genau. Wann muss ich die zahlen? Was können wir noch abmachen? Also, wir haben ja im Gemeinderat noch nichts abgemacht, was angeht. Jeden Tag könnten wir irgendeine Menge machen. Was habe ich denn jetzt gerechnet? Shit. Oh. 117.800 hast du gesagt, gell? Ja. Dann. Plus 200 gleich minus 100.000 gleich. Okay, das passt. Das passt, okay. Soll ich denn die Überweisung tätigen? Ja, bitte. So, wie viel waren das nochmal? 117,8 hast du gesagt. So. Okay, du gibst den Auftrag in. Kam schon an. Vielen Dank. Ja. Gut, bis dann. Tschö. Dann tschüss. So, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Dann können wir uns die ganze Geschichte so kaufen, wie ich da Bock drauf hatte. Rechne ich gerade mal 20 2 machen 1 2. Hi, bist du fertig? Ja. Wir müssen los. Warum? Hab Stress. Ganz viel Stress. Moment. Kauf mir mal gerade das Sägewerk. Tragen wir das mal ein. Sägewerk? Jo. Oder? Ne, auf jeden Fall mal das Waldstück. Kannst du mir eintragen. Und dann nochmal sagen, was ich an Zinsen zahlen muss. Ja. Waldstück, davon kriege ich jetzt 8.500. Und die Gemeinde? Die Gemeinde kriegt 8.500, oder nicht? Genau. Die Gemeinde kriegt 8.500. Kannst du direkt drüber überweisen. Jo, habe ich. Und du? Und ich krieg 7.000. Jo, du bist aber noch falsch. Ja. Mh. 7. Willst du das Sägewerk auch haben? Jo. Ja? Jo. Habe ich die Zinsen schon ausgerechnet? Ja? Jo, das sind 14.000. 14.150, also 14,2. Dann überweist das an die. Jo, ist bei der Gemeinde.
So, dann bin ich fast pleite. Trage ich dir direkt ein. Zack. Jo, supi, supi, vielen Dank. Kannst du mich bei meinem Hof rausschmeißen? Jo, das kann ich schon machen. Beeil mich auch. Gut. Beeil mich auch. Gut, was hast denn los? Der Franz Schneider hat mich angezeigt wegen schwerer Körperverletzung, weil ich ihn angeblich angezeigt hätte, habe ich aber nicht. Deswegen, ja. Ja, das ist ja relativ. Hast du ihn angefasst? Kurz angetätschelt. Ey, geh schnell zum Zimmermann. Ja, ja, der, wir treffen uns gleich am Bauhof. Ja, okay. Da ist wieder die Hölle los, ey. Kannst du mich an der Kreuzung, kannst mich rausschmeißen. Ach, ich fahr dich nach Hause. Ja, Kreuzung, das passt schon. Tor ist sowieso zu. Okay. Gut, also bis dann, danke, tschü. Jo, ciao. Viel Erfolg. Jo, danke. So, Alter. Das war ein guter Deal. Das war ein richtig feiner Deal. So, jetzt hole ich mir. Jetzt fahre ich mit dem Traktor gleich mal hoch. Ah, warte mal, ich muss mal gerade reingucken. Ob der auch Hackschnitzel kann. Ne, kann er wohl nicht. Aber gut. Dann kann ich hier nämlich gleich anfangen, Holz zu ernten und Hackschnitzel zu produzieren. Sehr schön, sehr schön. So, Kredit haben wir jetzt natürlich offen. 117.000 muss man zurückzahlen. Ist eigentlich meine Sämaschine. Hatte ich nicht mal eine Sämaschine? Ah, da drüben, okay. Ups. Dann stehe ich gerade mal den Anhänger hoch. Das nicht. So, jetzt. Stelle ich den Anhänger hoch, gehe zum Hans-Peter, werde mir den Hackschnitzel-Anhänger da mieten oder leihen. Und dann können wir loslegen. Was mir jetzt halt eigentlich noch fehlt, ist die Palettenproduktion. Aber ich habe jetzt schon mal einen guten Fuß drin, weil für die Paletten brauchen wir ja auch die Bretterpaletten, die ich herstelle. Oh, mein Herz, ey. Hallo? Hallo? Ja, was ist los? Ich habe da mal eine Frage. Da bin ich halt da. Wenn ich ein Taxiunternehmen aufmache, da brauche ich bestimmt noch so einen Schein, dass ich Leute befördern darf. So. Die Taxilizenz, ja, die musst du beim Gemeinderat beantragen. Da musst du dann einen Test machen. In dem Test wird eben abgefragt, wie dein Wissen vom Land ist, also in dem du Taxi fährst. Das heißt, du musst ungefähr wissen, wo was ist, damit die Leute auch dahin befördern kannst,
wo sie hin sollen. Wann wäre das so? Wann könnte man das machen? Müsste man einen Termin ausmachen. Ja, ich wäre offen. In 10 Minuten circa. Ah, das ist noch nicht ganz, weil ich muss gerade noch etwas machen. Vielleicht so in einer Stunde oder so. Sagen wir um 10. Das ist aber eine halbe Stunde. Okay. Ja, naja, ich bin jetzt schon voll. Um halb 11. Jo, passt, dann am Rathaus. Okay, ciao. Ciao. Alter, hat der mich erschreckt, Alter, mit seinem. So, da sind wir angekommen hier bei unserem Holz. Hallo? Hallo. Harry, was ist los? Kaufst du Hafer? Hafer? Für wie viel? Wie viel würdest du anbieten pro 1000 Liter? Moment, mein Tablet ist gerade abgestürzt. Also, ja, muss ich. Der Lou hat mir auch schon etwas angeboten. Ja. Ja, brauchen tue ich das eigentlich nicht. Ich würde dir wahrscheinlich weniger zahlen wie der Rest. Ja, der Lou bietet mir 2180. Ja, das ist aber eigentlich ein guter Preis, oder? Ja, deswegen. Na, ich bin da auf jeden Fall drunter, weil ich würde es nur als Zwischenhändler nehmen. Ja. Also wie gesagt, ich würde es nur weiterverkaufen, von dem her müsste ich es ja auch günstiger einkaufen. Ja. Ich weiß aber gar nicht, ob es LU das überhaupt braucht. Aber ja, ich habe schon mal angerufen, die möchten es. Ja, wenn die dir einen guten Preis zahlen, dann schlag zu. Für meinen Weizen damals haben sie mir auch mehr gezahlt. Ja, was versäst du eigentlich jetzt an? Oder was hast du angesät? Gute Frage. Was habe ich denn angesät? Mohn, glaube ich. Oder? Ich glaube, ich habe Mohn angesät, ja. Alles gut? Ich finde, der Literpreis, ja, Mohn habe ich drauf. Der Literpreis ist eigentlich ganz gut, ja. Ja, aber das Ding ist halt, ich brauche halt Stroh. Ja, das kriegst du aus Mohn nicht raus. Ja, und beim Hafer ist das halt das Beste, weil Hafer gibt einen auch noch am meisten. Ja. 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 Wie gesagt, ich kann damit leider nichts anfangen. Ja, wahrscheinlich brauchen sie das bei einer Produktion oder so. Das kann sein. Ja. Die Produktionen sind frei verkäuflich im Moment, gell? Ja, ich habe schon gefragt, wegen Kalk. Hallo, Kalk haben sie noch nicht. Ach so, nee, ich meine, du kannst auch Produktionen kaufen, wenn du Bock hast. Ah, da kam vorhin eigentlich eine SMS. Mhm. Aber die gehen mir meistens auch durch. Hab ich gerade gesehen, sie haben schon das Serie gekauft. Ja, ich. Und diese Fabrik ist in der frei. Die Diesel, da hast du das alles nicht mitgekriegt. Das ist natürlich ein bisschen ungeschickt, weil der Neumann hat eigentlich eine Rundmail geschrieben. Letzte Woche oder diese Woche? Diese Woche, gestern. Ich war an der Polizeiwache. Ja. Muss ich mal kurz zu Malu. Jo, bis dann. Jo, bis dann. Tschö.